Heyo Leute und ein allerherzlich willkommen hier zu einem neuen Part. Lego, der Herr der Ringe. So, wir sind mitten in der Schlacht vor Minas Tirith. In dem Hintergrund kann man die Stadt super gut sehen. Und ja, ich würde sagen, wir müssen noch den zweiten Olifanten töten, oder? Oder was heißt töten? Ihn niederringen und dafür brauchen wir Aragorn. Das habe ich schon gesehen. Wir müssen hier seine komischen Messerdinger da, seine Ringe kaputt machen. Komm, kletter nach oben. Sehr schön. Er hat beide mit Eimer kaputt gemacht. Achso, müssen X weiter drücken. Los! Aber töte ihn nicht. Der arme Olifant. Der kann doch gar nichts dafür. So, damit haben wir, glaube ich, Nummer 2 erledigt. Sehr schön. Ich wette, es kommen jetzt gleich noch mehr. So, ja, was jetzt? Ich brauche Arbeit. Hallo. Wir brauchen Arbeit. Oh, da kommen jetzt 3. B, was ist denn hier? Ein Blumenhut. Ist das hässlich? Oh nein, jetzt hat Aragorn so einen hässlichen Hut auf. Oh nein, jetzt kriegt er den die ganze Mission lang. Ja, Leute, tut mir leid. Ja, tut mir leid, es ist Stau auf der Olifantenbahn hier. Mit dem hässlichen Hut. Oh. Naja, es kommt davon, wenn man in Mission irgendwelche Sachen findet, die setzt er dann komischerweise mal gleich auf. Oh, da ist ja gleich der nächste mit so einem komischen Morgulstein hinten dran. Mit so einem schicken Ring. Ja, komm. Und damit bist du jetzt auch schon down. Immer schön auf den Kopf drauf. Du gehst doch mal weg hier. Ordentlich nicht. Ich mal ein paar mehr Stats hier. Ich glaube, ich gehe mal nach Stats-Suche. Diesen hässlichen Hut. Ein Blumenhut. Ich glaube es nicht. Oh, da sind noch Stats. Da sind noch Stats. Meins. So, jetzt brauchen wir eh Legolas. Lass dich nicht zerprampeln, Junge. Hier sind auch noch mehr. Jetzt Gimli, lass du dich nicht zertrampeln. Es ist doch mal hier gut, ey. Hallo, geh doch mal schlafen hier. Jetzt ist der Olifant weg. Was zum... Steckt einer fest? Ja, die kriegen wir leider nicht da raus. So, jetzt. Jetzt klingelt da mein Handy jetzt ständig. Hallo, nicht... Nicht abhauen. Ja, oh schön, es gibt noch mal Stats. Ich glaube, dann werde ich die andere Seite auch noch mal... Komm, dreh dich mal. Ich will die andere Seite auch noch... Wenn das Stats gibt, dann mache ich die andere Seite natürlich auch noch. Mit Pfeilen beschießen. Drücke Y und Legolas. Ja, ich weiß, ich habe Legolas. Treffer. Jetzt möchten wir uns ein paar Stats sammeln, Mensch. Sind das so schwer zu... Jetzt reicht's mir. Hier eine SMS. Oh. Das ist eine SMS hier. So, dann haben wir jetzt hier überall... Jetzt kann ich da nochmal reinschießen. Ey, da kann man richtig Stats farmen hier. Finde ich ja nicht schlecht. Aber so lange sollten wir den Olifanten auch mal von seinen Qualen allein. Lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt trifft doch mal. Es ist jetzt doch mal hier gut. Kann ja nicht mal in Ruhe zielen hier. Komm, 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 bleib stehen. Schon. Yes. Was sehen? Ja, und wahre Abenteurer. Und jetzt kann ich ja mitten im... Wäre der Olifant hier umherrennt. Auf ihn drauf springen. Und erledige hier die Leute hier oben. Richtig schön von der Ferne. So, dann würde ich sagen, machen wir den da oben noch. Oh, nicht runterspringen. Jetzt bin ich runtergesprungen. Ihr seid schuld. Wo ist der blöde Olifant hin? Den kann man doch nicht übersehen. Hier ist er. Jetzt dreht er sich. Schieß! Komm, ich... Nein! Lass mich in Ruhe! Nimm doch mal...
Können die nicht mal von alleine mal was machen, hier meine Kumpanen? Jetzt ist er gerade sauer. Mann, ich hab doch gedrückt halten. Gedrückt halten. Eins. Oh. Ist egal, ich bin schon mal ein Abenteurer. Müsste ich scheiß Olifanten-Express noch erwischen. Oh, dass das hier noch so ewig lange dauert. Der kann aber auch nicht anvisieren, der blöde Legolas. Komm jetzt, jetzt. Jetzt nimm. Und jetzt rauf da. Nein, jetzt hat er sich wieder gedreht. Ich flippe hier gleich aus. Könnt ihr mir nicht irgendwie mal Rückendenko geben oder sowas in der Art? Ist das zu viel verlangt? Wahrscheinlich ja. Ich dreht er sich schon wieder. Blöde Vieh. Lass mich in Ruhe. Ich will ja einfach nur den Olifanten. Jetzt. Och nö, nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben. Komm, 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 komm. Jetzt spring doch ran. Oh, Gott sei Dank. Jetzt komm, spring. Und hoch da, hoch da. Oh, endlich, ey. Hat ja jetzt ewig lange genug gedauert. Komm, stirb. Das lief ja jetzt überhaupt beschissen. Ey, der hat die Pfeile auch schon vorher im Kopf gehabt. Bevor Legolas überhaupt abgeschossen hat. Ja, los, zertrampel die. Ey, wie jetzt, es kommen jetzt 5 Olifanten. Dann kriege ich, dann schrei ich. Gott sei Dank nicht. Mein Körper ist zermalmt. Oh nein. Oh. Ich vermag Frodo nicht mehr zu erblicken. Wenn Sauron den Ring hätte, dann wüssten wir es. 10.000 Orks stehen zwischen Frodo und dem Schicksalsberg. Er braucht Zeit. Dazu können wir ihm verhelfen. Wie? Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum Schwarzen Tor. Eine Ablenkung. Den Tod als Gewissheit. Geringe Aussicht auf Erfolg. Worauf warten wir noch? Oh, und damit haben wir es geschafft. Ihr und welche streiten. Ach, geil. Ja, und wir haben wieder Theodin. Den Eowyn freigeschalten. Merry, Knappe von Rohan. Ich hab... Aber so richtig was mit Gandalf und mit Pippin los war, haben wir nicht erfahren. Naja, egal. Ui, haben wir jetzt richtig viel freigeschalten hier. Ja, das hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt. 2 fehlen noch. 3 fehlen noch. Und natürlich wahre Abenteurer, wie cool ich mal wieder bin. So. 2 haben wir gefunden. 2 Schatztruhen. Wir haben den coolen Blümchenhut gefunden. 1 Mithrisstein für Level abgeschlossen. 1 für wahre Abenteurer und... Hä? Gab's nicht noch 1 für das Blümchenhütchen? Na egal. Gut, dann machen wir einfach mal die Geschichte fortsetzen. Jetzt müssen wir nämlich wieder mit Frodo und Sam spielen. Jo. Was zum Geier? Oder ich muss mal kurz niesen. Verzeihung bitte. Was ist denn das hier? Das ist diese komische Stadt, die da vor dem schwarzen Tor... Achso. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir zu Frodo und Sam. Denn die müssen ja auch noch was erledigen, ne? Die haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Gut, okay. Hier kommen wir nicht lang. Was? Die stehen da auf der anderen Seite. Wir sind so da und doch so fern.
Da hinten stehen die. Naja. Wir müssen woanders lang. Wo müssen wir eigentlich lang? Gollum? Komm mal her, du kannst doch hier hochklettern. Kletter mal nach oben, bitte. Achso, nur Gollum kommt da hoch. Okay. Da geht's zur Mission. Die Mission ist scheiße. Ja, schlimmer springen wir. Die tote Stadt. Dieser Ort ist böse. Voll von... Fein. Kommt, Hobbits. Ganz nah jetzt. Ganz nah an Mordor. Na toll. Frodo! Und in dieser Mission sollten wir Frodo so oft es geht spielen. Weil der wird von dieser scheiß Stadt da angezogen, da hinten. Und der wird uns ständig immer abhauen. Nimm doch mal dein Schwert, Junge. Was ist denn das Problem? Deswegen mag ich diese Mission nicht. Ah ja, wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir es ja ganz gut hin. Aber erstmal werden wir hier erstmal ein paar Stats sammeln. Das fand ich ja toll, das mit dem Olifanten, dass man... dass man da echt so viel Stats farmen konnte. Also das ging ja richtig gut. Naja, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier in die dunkle Höhle. Ah, Sam muss hier graben. Sam? Geh mal graben. Ich hoffe, Frodo bleibt auch hier stehen. Ja, da müssen wir jetzt öfter mal ein Auge auf Frodo haben. Der haut uns echt ganz schneller ab, als wir denken. Stats, meins, 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 meins. Seht ihr, jetzt geht's schon los. Gerade dieser, der ruft nach mir, Sam. Frodo, nein, du bleibst schön hier. Deswegen wechseln wir öfter mal zu Frodo. Und bringen ihn mal ganz weit nach hinten. Boah, hier kann er auch mal ein bisschen was machen. Vielleicht ein bisschen was kaputt machen, ne? Dafür ist er doch gut. Unser Frodo. Sonst finde ich die drei ja alle recht nutzlos. Also wie gesagt, die Mission mit Frodo, Sam spiele ich nicht so gern. Aber jetzt müssen wir es. Wir haben sonst keine andere. Wir haben ja mit Legolas, Aragorn haben wir soweit fast alle Missionen fertig. Glaube ich zumindest. Also ich war jetzt selbst noch nicht so weit. Ah ne, Frodo bleibt ja hier hinten. Bleib schön hier hinten. Er ruft nach ihm, Sam. Ja, ich weiß, dass der nach dir ruft. Hat die Klappe. Sam hat was zu erledigen. Der muss hier nämlich was kaputt. Runterschmeißen. Das kann er gut. Kaputt machen kann Sam gut. So. Und dann machen wir das da. Reparieren es und dann können wir es, glaube ich, wieder kaputt machen. Mit einem Feuerchen. Frodo, du sollst die Face da hinten bleiben. Ach, das nervt ein bisschen. Ich verfrachte den gleich da in der Höhle. Ja, ich weiß, dass er nach dir ruft. Denn widersteh doch einfach. Sei stark, Frodo. Sei stark. Burn. Oh, oh, oh. So viel Stats. Oh, ein Traum. Ein Traum wird wahr. Ein Traum in Gold und Silber. So, Frodo, du baust das jetzt auf. Ne, da bist du abgelenkt. Ne, ist das nicht toll? Ja, wie ihr seht, wir müssen ja eine Treppe aufbauen. So, als nächstes brauchen wir Gollum. Er ruft nach links an. Ja, dann... Ich verfrachte den wirklich gleich in die Höhle. Bleib mal hier. Mal hier ist das doch schön. Hier kannst du doch ein paar Steine kaputt machen. So, ich denke mal, hier haben wir genug Zeit. Weil irgendwann, wenn er denn zu nah rangeht, dann ist es nicht mehr schön. Dann sollten wir ihn sofort wieder zurückholen. So, jetzt kann Sam hier hoch. Und kann hier mal ein bisschen graben. Komm. Grabi, 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 grabi. Was haben wir hier? Ups. Frodo. Bleib doch mal hier. Kaputt. Guck mal, Frodo. Wir haben jetzt was richtig Tolles kaputt gemacht. Das musst du dir anschauen, Frodo. Der war schon ganz schön weit da. Ich stelle ihn jetzt hier hin. Reicht's mir.
So. Ach Mist, der bleibt da nicht drin. Bleib doch mal hier. Aber das kannst doch auch du machen hier. Ne? Du springst jetzt hier hoch. Ach nee, kann er nicht. So, guck mal, Sam kommt doch hinterher. Sam kann jetzt da die Liane schwingen. So, und jetzt kannst du das erledigen. Ist das nicht toll? Jetzt hast du auch eine Aufgabe. Siehst du, das musst sogar du machen. Nein, er hängt fest. Na toll. Das war jetzt Fail. Er ruft nach links an. Ja, dann geht er raus. Na toll. Er kommt da nicht mehr raus. Scheiße. Ich den nicht irgendwie zu mir teleporten? Hallo Spiel, Frodo hängt fest. Sie mal bitte zu mir porten. Das wäre echt lieb. Spiel. Scheiße. Ich hab's mal wieder verkackt. Ja, ich weiß, dass der nach dir ruft. Dann komm doch auch da raus. Jetzt brauchst du nicht wieder stehen. Oh Mann, oh. Ness, scheiße. Gut. Nochmal von vorn. Ich hab's mal wieder verkackt. Wie immer. Meine Sachen sollten sie echt mal fixen. Ja, scheiß rote Steine interessiert mich nicht. Mache hinne. So, Gollum, bitte noch einmal da hoch. So, schon erledigt. So, ich hoffe, jetzt können wir auch das blöde Intro da überspringen. Das wäre echt toll. Oh, Gott sei Dank. So, Frodo, nochmal von vorn. Jetzt können wir auch alles das nochmal suchen, dank dir, du Arsch. Weißt du, irgendwann. Irgendwann räche ich mich noch. Lobe mir, die Rache kommt. Nein, nicht Gollum, ich wollte Frodo. Ja, ich weiß, dass er die dunkle Höhle erhellen kann. So, erstmal die Stats einsammeln. Und jetzt nimmst du mal bitte. Nein. Dein Schwert. Deine Fiole brauchst du hier draußen nicht. Es ist hell genug. Dann sammeln wir die Stats nochmal alle ein. Es tut mir jetzt natürlich leid, Leute, aber das blöde Spiel, ne? Manchmal treibt es mich schon ein bisschen zur Weißglut. So. Dann lassen wir dich auch wieder hier hinten, dass du auch schön wieder über dein Leben nachdenken kannst. Ne? Ist das nicht was? So, hier ist es doch schön. So, Sam, du hast jetzt was zu tun. Lass dich nicht von Frodo stören. Mios kann er verrecken. Arsch. Bleib da einfach stecken, ey. So. Du hast nämlich eine Aufgabe zu erfüllen. Und Stats, 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 Stats. So, dann bau das hier mal wieder auf. Ah, Frodo ist ja noch nicht mal hier vorne. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Er ruft nach dem Sam. Der ruft immer nach dir. Ah, dann verfragt man dich mal wieder nach hinten. Können die nicht da mal stehen bleiben? Müssen die immer mitretten, nicht Gollum. So. Mach mal Feuerchen. Und dann kommen nämlich wieder die vielen Stats. Ich freue mich. So. Boah, ist das schön. Schnell, bevor sie weg sind. So, dann baue hier mal die Treppe schon mal. Und da kommt auch schon Frodo. Frodo. Nicht weglaufen. Was machst denn du?
Kannst ja mal noch ein paar Stats sammeln, ne? Wie ist denn das? Lenke dich ab. Lass dich nicht von seinem Ruf beeinflussen. Kämpf dagegen an. Das sagt man immer so leicht. Ja, jetzt komm. Das interessiert mich gerade nicht. Wir haben ein bisschen... Ja, du sollst ja auch... Ich drücke auf den falschen Knopf. Ich blöde Jan. Na komm, grab schneller, sonst ist Frodo bald wieder weg. So. Jetzt brauchen wir auch Frodo. Nee, jetzt erstmal noch nicht. Aber gleich hole ich mir Frodo und dann du, komm. Brauchst mir das nicht ewig zeigen, ich kenne das doch. Und ich sehe gerade, der Part ist ja schon vorbei. Aber ich glaube, das Spiel ist jetzt auch schnell fertig. Dass wir da hochklettern können, dass ich einen Checkpoint kriege. Na komm. Ne. Und wer, du bleibst jetzt hinterstecken, ey, dann kotze ich sowas von. Ja, und jetzt wechsle ich auch nicht zum Schwert. Keine Angst. So, kaputt. Ah, okay. Jetzt können wir erstmal noch fertig bauen. Schieben. Bist du froh, jetzt hast du was zu tun. Komm. Schieben. So, jetzt kannst du nämlich auch die Treppe fertig bauen und dann können wir hier endlich weg. So, na, siehst du, ist doch schick. Richtig schick hier geworden. Wir sammeln mal noch die restlichen Stats ein und dann gehen wir hier hoch. So, schon geschafft. Ups. Ich glaube, das ist der Nazgul, den wir gerade auf dem Schlachtfeld schon besiegt haben. Normalerweise passiert das hier zeitlich davor, also vor der Schlacht von Minas Tirith. Ja, da kommen jetzt die... Kommt weiter, Hobbit. Wir klettern. Wir müssen klettern. Die Schergen. Die Soldaten von Sauron kommen da jetzt. Checkpoint. So, Leute. Das heißt für mich, Schuss. Nee. Ich gucke natürlich erstmal noch nach einer Speicherstatue. Die hier nirgendwo ist. Na gut. Ich hoffe mal, der Checkpoint hat es jetzt diesmal gespeichert. Nicht so wie beim letzten Mal. Da musste ich mich erst wieder hinspielen. Also dann, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.